Hallo und herzlich willkommen im Wald und jetzt endlich auch zum zweiten Teil meiner Wildschwein-Trilogie. Diesmal geht es ums Verhalten vom Wildschwein bzw. den Ablauf eines Wildschweinlebens, ja, über die Dauer eines Wildschweinlebens. Bei Wildschweinen beträgt die Tragzeit genau 3 Monate, 3 Wochen und 3 Tage, sagt man. Kann man jetzt selber ausrechnen, wie viel das genau ist. Durchschnittlich kommen dann ungefähr 5 Frischlinge zur Welt. Das variiert allerdings sehr stark. Das können auch noch mal viel mehr sein oder erheblich weniger. Also kann man so nicht sagen. Je nach Alter der Bache übrigens. Je älter sie ist, desto mehr Frischlinge hat sie, bis sie ins Greisenalter kommt. Dann hat sie deutlich wieder weniger. Dann ist es rückläufig, die Entwicklung. Anders als bei anderen Huftieren sind Wildschweinfrischlinge nicht sofort lauffähig, beziehungsweise fast sofort, nachdem sie geboren sind. Bei Reh oder Hirsch oder sonstigen Tieren mit Huf ist das in der Regel der Fall. Stattdessen legt die Bache einen Wurfkegel an. Das ist sozusagen eine Art Nest. Auch das ist sehr untypisch. Nestbau machen andere Huftiere ebenfalls, in der Regel nicht. Da sind Schweine wieder eine große Ausnahme. Dazu nimmt sie, gräbt sie bzw. schart sie eine kleine Kuhle aus und polstert diese mit Bushcrafter-Folstermaterial aus. Also wenn wir uns ein Bushcrafter-Bett oder ähnliches bauen bzw. irgendwelchen Farne auf den Boden schmeißen, damit wir besser liegen, das macht das Wildschwein genauso. Jetzt weiß ich nicht, ob diejenigen, die auf die Idee gekommen sind, Farne auf den Boden zu legen, sich das wirklich explizit beim Wildschwein abgeguckt haben. Könnte aber sein. Jedenfalls sind Wildschweinfrischlinge sehr anfällig in den ersten Wochen ihres Lebens und müssen vor allen Dingen vor Kälte geschützt werden und vor Feuchtigkeit, da sie sehr leicht von Lungenwürmern befallen werden. Und das ist in der Regel eigentlich immer tödlich. Die Frischlingssterblichkeit ist auch sehr hoch, liegt teilweise bei sogar bei 80%. Und das interessanterweise in Regionen, in denen das Wildschwein keine natürlichen Feinde oder fast keine natürlichen Feinde hat. Lustigerweise hat es natürliche Feinde, dann liegt die Frischlingssterblichkeit auch fast schon unabhängig von den natürlichen Faktoren, also der Feuchtigkeit des Frühjahrs bzw. der Kälte des Frühjahrs, auch bei etwa 70%, also wenn Wolf und Luchs anwesend sind. Ist ganz interessant, dass im Prinzip die Wildschweinsterblichkeit in schlechten Jahren dann das Jahr an sich, also die abiotischen Umstände, das Wetter, völlig egal sind, wenn Beutegreifer da sind. Also so gesehen, das wäre ein Argument für Beutegreifer in Deutschland. Wildschweine bauen teilweise sogar noch ein Dach über ihren Wurfkegel, also häufen irgendwelche Äste drüber auf, damit das Ganze noch besser vor Feuchtigkeit geschützt ist. Alternativ findet man auch teilweise Wurfkegel in Reisighäufen. Sind die Wildschweine dann alt genug, ihrer Mutter zu folgen und können laufen und ähnliches, dann sondert sich die Bache, also die Mutter, mit ihren Frischlingen erstmal eine Weile vom eigentlichen Rudel ab, bis eben dann die Frischlinge wiederum alt genug sind, um auch dem Rudel folgen zu können, das keine besondere Rücksicht darauf nimmt, dass sie halt eben noch langsamer sind. Und dann bilden sie eben das typische Mutter- und Kinder-Rudel bzw. Rotte, dass man quasi gewöhnt ist, wenn man im Wald mal auf Wildschweine trifft, ist es meistens ein solches. Kurz zur Klassifikation von Wildschweinen. Frischling heißen sie, bis sie 1 Jahr alt sind. Zwischen 1 und 2 Jahren sind es Überläuferkeiler bzw. Überläuferbachen, also Männlein und Weiblein. Und wenn sie älter als 2 und älter sind, dann werden sie eigentlich nur noch als Ältere klassifiziert. Es gibt auch noch ein paar Abstufungen, aber die sind nicht so wichtig. Gesäugt werden Frischlinge ca. 3,5 Monate und die Damen schließen sich dann eben der Rotte an, wie gerade beschrieben. Bei den Herren verhält sich das nochmal ein bisschen anders, weil die kommen in ein sogenanntes Männerrudel. Man kann es auch YMCA nennen, wenn man dann möchte. Da leben sämtliche jungen Wildschweine aus verschiedenen Rotten zusammen und ja, bilden so eine Männergesellschaft, um dort männliches Verhalten zu lernen, in Anführungszeichen. Da wird also viel gepöbelt, viel gegrunzt, wie bei uns auch. Und viel geprügelt, auch so ein bisschen wie bei uns, und man versucht den anderen zu imponieren. Daraus ergibt sich dann relativ schnell eine klare Rangordnung in diesem Rudel, dass die Älteren quasi die Älteren logischerweise am stärksten sind und damit meistens das Sagen haben. Da bleiben sie dann wieder ungefähr 1 Jahr in diesem Männerverband
teilweise ein kleines bisschen länger und verlassen dann diesen, wenn sie quasi alt genug sind, überhaupt eine Chance zu haben bei ritualisierten Paarungskämpfen, also um die Frauen auch mal eine Rotte zu gewinnen, um sich paaren zu können. Theoretisch sind sie schon mit einem Jahr geschlechtsreif, das hilft ihnen aber wie gesagt nichts, weil da sind die älteren Schweine einfach stärker und die kommen gar nicht zum Zug, wenn es ums Thema Paarung geht. Mit circa 2 Jahren führt ein männliches Wildschwein dann ein solitäres Einzelgänger-Dasein und kümmert sich nicht weiter um andere Kerle, sofern sie eben beim Paarungsvorhaben nicht in den Weg kommen. Und das ändert sich im Laufe des Wildschweinlebens auch nicht mehr. Das Männerleben ist also relativ von Einsamkeit geprägt. Ein Schwein allein im Wald sozusagen. Bei den Damen läuft das Ganze etwas anders ab, weil die halt eben zeitlebens ein Sozialleben mit anderen Damen führen. Interessant ist jetzt dabei, dass das schon da zu Schweinereien kommt, in Anbetracht dessen, dass so ein Frauenrudel oder so eine Rotte aus einer Ururgroßmutter plus deren Nachkommen besteht. Die sind also alle direkt miteinander verwandt. Das älteste Schwein in der Rangordnung ist die sogenannte Matriarchin. Und führt die ganze Rotte an, sagt denen, wann, wo, wie, was gefressen wird und lustigerweise auch, wann Paarungszeit ist. Das wird also vom führenden Schwein festgelegt. Die sagt dann, jetzt ist Paarungszeit, jetzt sind wir alle zeitgleich soweit. Wie das genau funktioniert? Es funktioniert jedenfalls. Interessant ist, schießt man eben diese Leitbache weg, setzt die Paarungszeit völlig unterschiedlich zu ganz unterschiedlichen Zeiten bei allen Bachen individuell ein und das erhöht interessanterweise dann nochmal die Wildschweinpopulation. Man könnte jetzt vermuten, dass das sogar ökologisch gewollt ist, weil verliert eine Rotte aus irgendwelchen Gründen ihr Leittier, erhöht sich deren Fortpflanzungsfähigkeit und sie können schneller quasi Nachschub ausbilden, wenn man so möchte. Nur eine Theorie von mir. Die Gesamtstruktur dieses Matriarchates ist also so, dass quasi immer die Mutter mit ihren jeweiligen Töchtern zur Gruppe dazustößt. Und dann halt eben die Mutter dieser Mutter und die Mutter von der Mutter und vielleicht noch deren Mutter auch schon anwesend sind. Mit den jeweiligen Töchtern, Enkelinnen, Urenkelinnen und so weiter und so fort. So funktioniert das Ganze. Das Sozialleben äußert sich dann so, dass gemeinsam Schlafplätze aufgesucht werden, in denen größtenteils tagsüber geruht wird. Was während dieser Ruhezeit genau passiert, man kann davon ausgehen, dass in irgendeiner Form soziale Interaktion stattfindet, aber es ist noch relativ unbekannt, wie diese genau aussieht. Des Weiteren bewegen sie sich dann über Wechsel, also solche festgelegten Pfade, habe ich beim letzten Teil schon erwähnt, zu Fraßgebieten und nehmen da ihre Nahrung zu sich und bewegen sich dann auch wiederum weiter zu Suhlen, wo sie dann sich der Körperpflege widmen. Die meiste Zeit allerdings verbringen sie mit Ruhen. Vielleicht, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber den Großteil des Tages ruht das Wildschwein. Also die Aktivitätszeiten sind relativ kurz. Ich glaube nur 6 Stunden oder sowas von 24. Ja, und anders als bei den Herren gibt es eben keine Rangkämpfe im Damenrudel, sondern eben die Älteste ist die Chefin und dabei bleibt's. Ich wollte noch mal erwähnen, dass es doch relativ interessant ist, dass das Wildschwein uns in der Hinsicht sehr ähnlich ist, dass es so quasi die gleiche Ernährungsweise hat wie wir Menschen, nämlich Omnivor, Allesfresser, tun wir ja auch. Also Allesfresser meint in diesem Fall nicht, wir fressen absolut alles, sondern wir fressen sowohl tierische als auch pflanzliche Nahrung. Und deswegen haben wir also quasi so einen Universalmagen, also wir und das Wildschwein, und können alles, was leicht verdauliche Bestandteile enthält, sehr gut verdauen. Das wäre im Wesentlichen Stärke, Eiweiß und Fette. Die sind auch immer leicht verdaulich. Und das äußert sich halt im Fall vom Wildschwein darin, dass es insbesondere gerne Eicheln mag, Bucheckern, also energiereiche Früchte, die vom Baum fallen, die auch dem Survivor sehr gut schmecken, wenn er dann welche findet. Oder auch Würmer, Käfer, Mäuse, wenn sie erwischen kann. Oder Jungtiere von so ziemlich jedem anderen Tier, sofern es dann drankommt. Also das Wildschwein frisst wirklich mehr oder weniger alles, was es in die Finger kriegen kann. Was es aber halt eben nicht frisst, ist grüne Pflanzenmasse, Salat, weil man das eben als Mensch mit
oder als Schwein mit saurem Magen nicht verdauen kann, weil einfach keine Möglichkeiten da sind, Zellulose, also grüne Pflanzenmasse, die größtenteils aus Zellulose besteht, aufzuschließen. Das nur am Rande. Also der Survivor könnte sich also wirklich ein Beispiel am Wildschwein nehmen und das gleiche fressen, was das Wildschwein frisst. Mal abgesehen vom Aas, das Wildschwein frisst auch Aas, das würden wir wahrscheinlich nicht so gut vertragen, wobei man könnte da mal interessante Versuche anstellen. In der Paarungszeit. Das ist dann die Zeit, in der sich männliche und weibliche Schweine, mal abgesehen vom frühen Jugendalter, wieder begegnen. Äußert sich so, die Männer kommen quasi zum Rudel, stellen fest, oder sind schon andere Männer da. Dann gibt es halt eben entsprechende Auseinandersetzungen, um festzustellen, wer der stärkere Mann ist. Das sieht erstmal so aus, dass man sich imposant hinstellt, versucht das größte Schwein weit und breit zu sein, allein schon durch die physische Erscheinung die Konkurrenten zu vertreiben. Wenn das nichts hilft, schieben sie sich ein bisschen in der Gegend rum, erstmal noch ohne Verletzungen, einfach um zu demonstrieren, ich kann dich wegschieben, ergo ich bin stärker als du. Wenn das auch nichts hilft, dann kommt es wirklich zu richtigen Kämpfen, in denen das Schwein, also die Schweine aufeinander zurennen, dann aber nicht frontal gegeneinander, wie man das von vielen anderen Tieren kennt, sondern vielmehr aneinander vorbei, ausholen und mit den Hauern, die Finger hier sollen die Hauer darstellen, mit den Hauern versuchen, in die Flanke des Gegners hineinzuhauen. Ich vermute, die heißen deswegen so. Dazu kann es zu sehr schweren Verletzungen kommen, aber Keiler sind an den Flanken quasi mit Knorpelgewebe gepanzert und sind also sozusagen dazu ausgelegt, dass man sie in den Flanken mit spitzen Gegenständen malträtiert. Alte Keiler, also so irgendwas über 5, 6 Jahre alt oder so, die sind meistens mit Narben übersät, wegen vieler gewonnener Kämpfe. Wenn sie verloren hätten, naja. Es kann also auch durchaus mal vorkommen, dass eben ein Keiler bei so einem Kampf so schwer verletzt wird, dass er seinen Verletzungen erliegt. Ist aber selten. Wildschweine sind sehr robust. An dieser Stelle eine kleine Anekdote. Es gibt kein gängiges Betäubungsmittel für Wildschweine. Wenn man ein Wildschwein irgendwie in einer Falle fängt, muss man es mit ganz vielen Leuten festhalten, wenn man mit ihm irgendwas machen will, besendern, Antiwurmmittel geben, was auch immer, weil man sie nicht betäuben kann. Würde man ein Betäubungsmittel verwenden, das stark genug wäre, ein Wildschwein zu betäuben, würde man es gleichzeitig umbringen. Betäuben geht nicht. Entweder sind sie zu robust und es funktioniert nicht, oder man muss sie quasi gleich vergiften, dass sie sterben, damit sie überhaupt irgendeine Reaktion zeigen. Ist ganz interessant zu wissen. Der Gewinner der Kämpfe um die Weibchen bekommt dann gleich quasi die ganze Rotte. Das heißt, er kann dann mit jeder Dame, die in dieser Rotte ist, entsprechend die Paarung ausüben, ohne dann nochmal irgendwie befürchten zu müssen, von anderen Schweinen gestört zu werden. Warum die nicht nochmal wiederkommen? Keine Ahnung. Das Interessante dabei ist, dass die meisten Keiler ja mehrfach bei der gleichen Rotte gewinnen. Das heißt, die paaren sich dann wieder mit ihren Urenkelinnen, ihren Enkelinnen, ihren Töchtern, wenn es dumm läuft. Also ist das Ganze schon eine ziemliche Schweinerei. Das ist vor allen Dingen ökologisch höchst fragwürdig, weil damit kein besonders guter Genaustausch und eine gewisse Tendenz zu Inzest, ja nicht nur eine gewisse Tendenz, stattfindet. Das ist eigentlich strategisch gesehen eine blöde Idee, wenn man das jetzt mal mit anderen Organismengruppen vergleicht. Weil eben je mehr Genaustausch, desto besser, desto geringer die Chance, dass irgendwelche Erbkrankheiten auftreten. Deshalb sollte man als Mensch auch nicht Inzest haben. Davon mal abgesehen, dass man das in der Regel nicht will, wenn man gesund im Kopf ist. Jedenfalls, es könnte sein, dass eben diese inzestbelastete Population auch ein Grund ist für die hohe Frischlingssterblichkeit, dass diese doch relativ sensibel sind in den ersten Jahren. Mag vielleicht damit zusammenhängen, aber auch das ist nur eine Theorie von mir. Die Paarung selber vollzieht sich eigentlich relativ zärtlich, möchte man bei einem sonst so vergleichsweise groben Tier wie einem Wildschwein gar nicht vermuten. Der Keiler nähert sich vorsichtig an, stellt dann durch genitales Beriechen der Bache fest, ob diese nun paarungsbereit ist oder nicht, also zumindest theoretisch. Und wenn sie das ist, dann muss er aber immer noch ihr lange den Hof machen, bis sie dann endlich soweit ist. Das läuft so, ob das er im Prinzip den Kopf auf ihren Rücken legt, sie wegläuft, er hinterher rennt, sie anstupst, wieder den Kopf auf ihren Rücken legt und sie wieder wegrennt. Und immer so weiter. Ist ja auch nicht so viel anders als bei uns Menschen. Wenn sie dann irgendwann mal so weit ist, dann klappt sie den Schwanz zur Seite, stellt die Hinterbeine ein bisschen weiter auseinander und wartet darauf, dass er aufreitet. Das tut er dann und so verharren sie dann ungefähr 5 Minuten lang. Geht also relativ lange und ohne großartige Bewegung.
Dieser Vorgang wiederholt sich pro Bache etwa 4 bis 5 Mal. Damit ist der Keiler also bei einer Rotte von, sagen wir, 20 Tieren, das wäre jetzt allerdings eine relativ große, durchaus eine Weile beschäftigt. Wie eingangs erwähnt, beträgt die Tragzeit dann wiederum 3 Monate, 3 Wochen und 3 Tage und das Ganze geht wieder von vorne los. Falls jetzt noch irgendwelche Fragen offen sind, diese bitte in die Kommentare. Und dann ansonsten wünsche ich euch wieder einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.